Ich teste die krassesten Brawl Stars TikTok Mythen, die wirklich keiner kennt. Ich habe 99 Power Cubes in der Trainingshöhle, Junge. LOL, dieser Glitch ist geisteskrank, Mann. Was passiert eigentlich, wenn man alle Power-Ups und alle Angebote in der Kostenkrabbe gekauft hat? Ist dann überhaupt noch etwas im Shop oder ist die Kostenkrabbe dann einfach leer gekauft? Wir haben im Shop Folgendes drin und... Und zwar hat hier jemand einfach mit Kit und diesem Power-Up in der Trainingshöhle das allererste Mal, ja, 99 Power-Cubes wohl gesammelt. Ich wusste, also das ist das erste Mal, dass das auch überhaupt geht natürlich, ne, in der Trainingshöhle. Und die Frage ist, was passiert, wenn man so viele Power-Cubes in der Trainingshöhle hat? Ihr seht schon, das ist komplett verbuggt hier teilweise mit dem Schaden auch. Gleich hat er auf jeden Fall, oh, 80, 84, 90 und 100. Nein, dann ist Brawl Stars abgestürzt. Lol. Auf jeden Fall muss ich das Ganze unbedingt testen, auch wenn es sehr hobbylos ist. Das heißt, ja, schaut euch das Ganze einfach mal an. Und Leute, ich glaube, ich nehme sogar die Star Power, wo Power Cube nochmal 150% effektiver sind. Das wird noch krasser. Bei Kid ist das Ganze ja jetzt so mit diesem Power-Up. Wenn ich die Ulti mache, kriege ich einen Cube. Und dann kann ich hier halt die ganze Zeit im Prinzip Cubes farmen, Leute. Und übrigens, ganz wichtig, ich trage auch schon den neuen Burger-Pommes-Unterwasser-Merch. Dazu gibt es auf jeden Fall ein Burger-Pommes-Booster-Pack mit unseren neuen Sammelkarten, Leute. Richtig geil. Eine Trinkflasche, anzunehmende Autogrammkarte und eine Person gewinnt durch Zufall ein neues iPhone 16. Das heißt, kauft euch unbedingt den Merch. 21.09. Samstag um 12 Uhr auf lukasbs.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Zeitraffer. So, Leute, ich habe jetzt einfach mal 50 Power Cubes schon mal und ich bin gespannt, wie viel Schaden ich mache. 17.000 mit einem Schlag schon, Junge. Guckt euch das mal an, wie schnell ich den Boss einfach kille. Okay, das ist crazy. Aber Leute, es geht weiter. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon den Server-Error bekommen. Ihr seht's, Leute. Das ist crazy, Bro. Server-Error bei 59 Cubes. Das liegt wahrscheinlich an der Star-Power. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt nochmal ganz schnell ohne diese Star-Power. So, Leute, ich bin jetzt hier schon mal bei 94 Power-Cubes. Übrigens, ich habe hier eine ganz gute Taktik gefunden. Immer so 4 auf einmal killen, dann direkt Ult machen. Kann man hier die ganze Zeit, ja, die Cubes gut durchfarmen. So, und jetzt muss ich aufpassen. Nur noch einmal und dann, genau, habe ich die 99 Power-Cubes. Das, oh mein Gott, funktioniert wirklich. Ich habe 99 Power-Cubes in der Trainingshöhle, Junge. Oh mein Gott. Okay, mache jetzt auf jeden Fall auch einfach mal 21.800 Schaden mit einem Schlag. Junge, wie schnell kann ich jetzt einfach mal diesen Boss killen? Ich mache das jetzt nochmal bam, bam, bam. Alter, okay. Aber man muss sagen, man kann das theoretisch auch mit jedem Brawler machen. Mit Kit geht es am schnellsten, glaube ich. Und jetzt ist die Frage natürlich gleich, wird das Spiel abstürzen, wenn ich den 100. Power Cube hier einsammle? Ja oder nein? Ist es möglich, mehr Power Cubes zu bekommen? Leute, ich würde sagen, wir springen rein oder beziehungsweise gehen einfach rein und... Hä? Was? LOL! Was? Warte mal, 21.800. Jetzt sammle ich den Power Cube ein. Ich bleib. Hä? Ich kann gar nicht mehr einsammeln, Bro. Was ist das denn? Wie random, Bro. Hä? Ich sammle die ein, aber bleib bei 99. Ja, okay, das war's komplett, Leute. Wir kommen zum zweiten Mythos. Leute, ihr wisst es, in den letzten Videos habe ich öfter mal versucht, einen der begehrten Gratis-Skins auf irgendeinem Account in der Kostenkrabbe zu finden. Na, ihr seht jetzt ein paar eingeblendet hier, gerade ein paar Screenshots. Und dann habe ich mal unter diesem Video einen Kommentar gefunden von einem Zuschauer. Und zwar hier von BSMatti12. Ich hatte auch sowas kostenlos bekommen, hat er gesagt. Und ja, ich konnte mir das gar nicht vorstellen tatsächlich. Das sagt er einfach mal so. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Ich bin dann hier auf den Kanal von BSMatti gegangen und habe das hier gefunden. 8. September 2024. Das heißt, er hat das Ganze vor, wenn ihr das seht, vor 3 Tagen bekommen. Ich habe es mir also angeguckt und ihr seht schon OMG3. Und Leute, er hat das Video vermutlich nicht geklaut, weil ihr seht hier auch hier unten, er hat Brawl Stars auf Deutsch, ne? Brawl Ball Flipperträume. Das ist der deutsche Begriff für die Map. So, dann geht er auf jeden Fall hier in die krosse Krabbe rein. Und ihr seht auch schon Hyperladung zufällig, Angebot, Powermenü, neues Spray. Das ist alles hier auf Deutsch. Dort findet er einfach Folgendes.
Gratis versunkene Truhe Griff-Skin. Hä? Und übelst das kranke Angebot mit 5 Star-Drops, einem Power-Menü und hier nochmal so einem Spieler-Icon. Ihr seht auch hier gratis, ja, rechts unten. Das heißt, es hat einfach mal ein Zuschauer von mir es geschafft, einen kostenlosen Gratis-Skin in der Kostenkappe zu haben. Er hat es einfach eingefordert, ohne was zu bezahlen dafür. Ich verstehe das Ganze wirklich nicht. Und ich gucke jetzt auch wirklich das allerletzte Mal nach, ob ich das auf irgendeinem Account geschafft habe. Let's go. Leute, ich bin jetzt auf dem letzten Account von meinen 50 Accounts, wo ich wieder überall die Kostenkrabbe durchgeguckt habe, ob ich irgendwo ein gratis Angebot finde. Aber tatsächlich wieder mal nein. Ich habe irgendwie einfach nicht das Glück. Ich weiß nicht, was ich falsch mache bei den ganzen Accounts, Leute. Es funktioniert einfach nicht. Leute, hier sagt jemand, dass es jetzt in Brawl Stars bald diese John Cena Challenge geben wird. Mit so einem Krusty Cash Logo. Das ist der nächste Mythos. Und ihr seht schon, das Ganze soll dann hier in dem Fall so drin sein mit 10 Siegen. Ja, und die Frage ist, stimmt das Ganze jetzt? Das müssen wir natürlich jetzt mal überprüfen. Und tatsächlich hat Brawl Stars einen kleinen Sneak Peek gemacht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht war es auch aus Versehen in einem der letzten Brawl Stars Videos, How to get SpongeBob El Primo for free. Und tatsächlich sieht man hier hinten, wie gesagt, da diese John Cena Challenge, die kommen wird. Er macht hier einfach diese Bizeps-Pose und sein Arm geht noch so hier drüber raus. Genau. Nur das hat man so als kleinen Sneak Peek gesehen. So könnte die also circa aussehen und tatsächlich soll angeblich Krusty Cash da drin sein in der Challenge. Wir wissen noch nicht, wie viele Siege. Aber tatsächlich, es ist bestätigt, es wird eine John Cena Challenge geben. Okay, Leute, und der nächste Mythos ist, was passiert eigentlich, wenn man alle Power-Ups und alle Angebote in der Krossenkrabbe gekauft hat? Ist dann überhaupt noch etwas im Shop oder ist die Krossenkrabbe dann einfach leer gekauft? Hat dann Mr. Krabs genug Geld verdient, sozusagen? Und Leute, ihr seht hier jetzt einfach mal verpixelt die ganzen Angebote, die er hier drin hat. Aber bei ihm ist es ja sowieso noch so, dass ihm nur die Klarinette Level 3 noch gefehlt hat. Was ich jetzt also machen werde, ist, ich werde jetzt jeden Tag die Kostenkrabbe komplett leer kaufen und dann euch zeigen, was passiert, was ist dann in der Kostenkrabbe eben drin. So Leute, was soll ich sagen? Ich habe es geschafft, alle Power-Ups erstmal freizuschalten und ich habe bereits auch alle Skins gekauft, okay? Und jetzt ist die Frage, was haben wir im Shop drin? Wir haben im Shop Folgendes drin und es sind einfach mal random Angebote, Leute. Wir haben jetzt hier einfach für 10.000 Krusty Cash, 3.000 blinkende Hyperladung, 10 Star Drops und den SpongeBob Pin und so weiter. Also wir haben jetzt diese random Angebote. Ich werde das Ganze jetzt so machen. Nochmal zum Testen kaufe ich jetzt diese Angebote auch noch alle leer. Und dann schauen wir beim Shop-Refresh von der Krossenkrabbe, was dann noch drin ist. Vielleicht habe ich das dann wirklich leer gekauft. Weil scheinbar fehlen mir ja hier noch ein paar Pins. Aber es können nicht viele sein auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Angebot hier. Hier haben wir jetzt nochmal den Bling. Dann hier diesen Mr. Krabs Pin. Ich dachte eigentlich, ich habe den schon. 250 Credits. Dann hier genauso nochmal 5 Star Drops und halt nochmal Credits im Prinzip. Ihr seht schon, die kommen jetzt oben drauf. Dann für 3000 nochmal 10 Star Drops und 100 Credits. Okay, und das letzte Angebot, was wir noch haben. Ganz random, Digga. Viel zu viel Geld wirklich dafür. 3 Star Drops und eine Hyperladung. Oh Mann, aber gut. Leute, wir kaufen es und jetzt haben wir alles leer gekauft und jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn jetzt die neuen Angebote reinkommen? Let's go! So, Freunde, es ist jetzt der nächste Tag und jetzt schauen wir, was in der Krossenkrabbe wieder drin ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Wir gehen jetzt einfach mal zusammen rein und wir sehen hier schon ein paar Angebote wieder. Okay, kein Gratis-Angebot oder sowas mehr, aber ja, eine Mischung aus ein paar. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein. Und wir sehen einfach mal schon so ein Mega-Angebot. Okay, Digga, was? 3500 Krusty Cash für den legendären Stardom und Bling. Okay, also ihr seht schon, weil ich jetzt alles habe, Leute, kriege ich einfach nur noch so komische Stardrop und Bling und Credits-Angebote ohne irgendwelche Pins. Das bekommt man, wenn man alles gekauft hat. Ich bin ehrlich, Leute, ich finde es nicht ganz so krass, ne? Aber schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Genau, Leute. Der nächste Spieler ist Sans und zwar hat er als allererstes auf der Welt Alien Fame 1 eben oder Alien Room 1 erreicht. Und ihr seht schon, hier war er bei 59.279 und hat nochmal hier im Supercell Store Credits sich dafür gekauft. Also er hat wirklich alles gemacht, was man machen kann von Anfang an, um möglichst viele Credits nur für den Fame-Rang zu bekommen. Und ihr seht schon, hat es jetzt geklappt, hat er die, ja, 60.000 erreicht und bam. Und die Frage ist jetzt, was bekommt man im richtigen Spiel, wenn man Alien Room 1 erreicht? Das wusste ja noch niemand so genau. Und ihr seht schon, Alter, er hat hier einfach mal Alien Fame 1 erreicht.
sehr, 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 sehr krank. Und hier auch diese Battle-Karte bekommen, die auch ultra geil aussieht. So sieht das Ganze dann bei ihm im Profil aus, Leute. Mega heftig. Und so sein Profil, Leute. Geisteskrank. Kurz danach hat es Onkel Mo auch noch geschafft, das Ganze zu erreichen. Und hat es somit sozusagen bestätigt, dass das Video kein Fake war. Dass das Ganze wirklich auch gestimmt hat. Und ihr seht schon erst gerade noch, hier, ja, Komet 3 und kriegt jetzt die 1000 Credits. Wir hören uns mal an, was der zu sagen hat. Das ist ein Moment, worauf wir sehr lange gewartet haben. Ja, geisteskrank. Wir haben es erreicht. Ja, wir erreichen jetzt Alien-Ruhm. Danke, alle. Alter. Geisteskrank. Achso, wir bekommen die Kampfkarte, ne? Leute, natürlich. So, wir gehen mal auch in einen Test. Wirklich sehr, 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 sehr krank. GG nochmal. Leute, die nächste Taktik, die wir jetzt hier in Trio Showdown sehen, ist wirklich geisteskrank. Man soll mit dieser Taktik, Digga, Taktik, 50 Power Cubes erreichen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr krank. Und zwar, ihr seht schon, wir haben hier einmal drin, Kid, Leon und Poco, ne? Also zwei mit diesem Soda-Ding, die quasi für jede Ulti einen Cube eben abwerfen. Und ihr seht schon, Kid macht dann halt die Ult, Poco halt auch. Und dann sammelt die ganze Zeit quasi Cubes ein. Und ihr seht schon, jedes Mal kriegen sie einen Cube dazu, wenn sie sich halt eben healen. 51 Power Cubes. Komplett krank in einem normalen Trio-Showdown-Game. Und das Ganze möchte ich auf jeden Fall mal austesten. Ist es wirklich möglich, so einfach so viele Power Cubes zu bekommen? Wir testen das Ganze direkt mal aus. Also Leute, wir probieren das Ganze jetzt aus. Wir haben einfach mal, ja, hier einfach mal jemand von Seta am Start dafür sogar. Mit 116.000 Pokalen, Bro. Geisteskrank heftig, Digga. Er hat einen komplett kranken Account. Und er hilft uns jetzt mit Poco. Ich habe ja auf jeden Fall Kid am Start, ne? Das bedeutet, ich werde mit Kid dementsprechend auch ganz viele Ultis halt eben machen. Und so versuchen wir jetzt möglichst viele Power Cubes zu sammeln. Wie in dem Short. Deswegen mal gucken, wie das Ganze klappt. Also Leute, let's go. Das Einzige, was wir jetzt nur brauchen, ist Ruhe vor den Gegnern. Also wir hoffen jetzt einfach, dass die nicht zu uns kommen. Und dann funktioniert das Ganze, indem, ja, wir einfach hier in der Ecke stehen tatsächlich. Wir müssen nicht fighten mit den Gegnern und kriegen tatsächlich geisteskrank viele Power Cubes. Ich mache jetzt hier mal ein Gadget, um schneller die Ult zu bekommen. Dann kann ich einmal doppelt ulten. Ja, kriegt zweimal den Cube. So, der Poco hielt uns jetzt hoch. Wir müssen nur drauf aufpassen, dass wir nicht sterben im Prinzip. Okay, hab zweimal meine Ult gemacht jetzt wieder sozusagen. Und ihr seht schon, langsam aber sicher farmen wir hier die Power Cubes auf jeden Fall, ne? So, und das Ganze geht jetzt quasi immer schneller. So, und jetzt haben wir schon 11. So, zack. Ihr merkt schon, das geht ziemlich krass gerade. Jetzt haben wir schon mal 15, ne, 16 haben wir jetzt, ne? So, Poco hat jetzt wieder die Ult bekommen. Ja, und so funktioniert das Ganze halt richtig easy eigentlich. Wir haben jetzt 20 Power Cubes. Haha, was? Bro, es ist zu krank, Alter. 26 Power Cubes mit diesem Glitch. Bro, was? Okay, zack. Nochmal hier doppelt geultet. 32 haben wir. Gott, okay, okay. Wir sammeln auf jeden Fall die Power Cubes mal ein hier. Auf jeden Fall geht es jetzt direkt einfach gerade so weiter, ne? Ihr seht das schon. Wir haben jetzt über, Digga, 40. 40! LOL, dieser Glitch ist geisteskrank, Mann! Bro! Das ist Next Level, Mann! Oh mein Gott, 50! Nein, ich bin down! Oh mein Gott, ich bin down. Aber egal, Leute. Ihr seht schon, 54 Power Cubes hat mein Mate. Oh mein Gott, wir haben, glaube ich, den Weltrekord geknackt. Wir haben einfach mal den Power Cube Weltrekord in Trio Showdown geknackt. Meine Mates schaffen das vielleicht noch. Ich jetzt nicht mehr so ganz, natürlich, aber, Leute, ist echt auch egal. Ich lass was am Leben, Digga. Einfach für die Cubes. So. Oh mein Gott, 58 Power Cubes. Komplett crazy, Digga. Das ist so geil. Ihr seht schon, Heilung 570.000 beim Poco. Leute, macht das auf jeden Fall nach. Das ist crazy. Nutzt das aus, solange das noch geht.
GG für diesen Glitch. Und als Finale haben wir etwas wirklich Geisteskrankes. Und zwar hat mir ein Zuschauer ein Screenshot hier geschickt, Leute, mit Kenji einfach mal freigeschaltet. Und Shelly, ne? Also so ein Cursed Account, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es irgendwie wirklich möglich, aktuell Kenji schon zu bekommen? Ne, durch irgendeinen Glitch oder durch irgendwie ein paar Tricks und so weiter. Weil das wäre ja wirklich krass. Kenji ist so mit der stärkste Brawler, der dann im Spiel ist auf jeden Fall. Und jetzt habe ich einfach mal erstmal Folgendes herausgefunden, Leute. Und zwar, wenn man hier jetzt auf Avatar wählen geht und ein bisschen runter scrollt, findet man hier schon das Icon von Kenji. Ihr seht das, Leute. Dieses Icon wird auf dem Meisterungspfad von Kenji freigeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt aktuell Kenji eigentlich schon im Spiel. Nur wenn man halt hier auf Brawler geht und ganz runter scrollt, dann ist hier noch nicht Kenji zu sehen. Auch nicht hier unten irgendwo. Deswegen, ja, bisschen komisch das Ganze, dieser Screenshot. Ich habe also auch als nächstes mal nachgeguckt in diesem einen Hacker-Club, Leute, den vielleicht viele von euch kennen. Die schalten immer alle Brawler vor allen anderen frei. Also habe ich Folgendes eingegeben. Genau, diesen Code hier. Und dort findet man jetzt diesen Club. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dieser Club ist quasi, es sind Bots, die halt automatisch die ganzen Brawler bekommen. Zum Beispiel er hier mit 0 Pokalen hat alle 83 Brawler. Okay, ihr seht es schon. 83 von 83, Leute. Und er hat auf jeden Fall nicht Kenji, aber er hat auch Motion of Power 11 freigeschaltet. Also übrigens jeder Account, ne, ist hier in dem Club so alle gemaxed sozusagen auch. Wenn wir jetzt nochmal den Screenshot kurz angucken, sehen wir aber, dass dort schon 84 Brawler steht. 2 von 84. Obwohl bei uns aktuell nur 83 stehen. Das ist halt irgendwie das Seltsame an der ganzen Sache. Ich habe dann folgendes Video gefunden. Das ist sogar schon einige Tage her, wo noch nicht der neue Hintergrund drin war. Von SpongeBob. Und dort gibt es ein Bot-Profil, der einfach mal, ihr seht es hier links unten, bereits die, das Profilbild von Kenji ausgerüstet hat in der Battlekarte. Das auf dem Meisterungspfad, okay? Dieser Bot muss Kenji besitzen. Aber wenn man auf sein Profil geht, sieht man nicht Kenji. Ganz seltsam. Also eigentlich muss er ja Kenji haben. Selbst wenn es ein Bot ist, Leute. Das macht für mich irgendwie gar keinen Sinn. Weil ihr dürft nicht vergessen, dass man ja, sage ich jetzt mal, das Profilbild von einem Brawler vom Meisterungspfad erst hier bei Gold 2 freischaltet. Das heißt, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, dass dieser Zuschauer irgendwie Zugang, vielleicht sogar zu einem Deathbuild-Account hat. Und zwar habe ich das Ganze ja auch. Der ist direkt von Supercell und den bekommen eigentlich nur YouTuber. Vielleicht ist das Ganze auch irgendein YouTuber, der mich pranken will oder sowas. Ne, mit so einem Screenshot heimlich mir geschickt als Zuschauer ausgegeben. Das kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Ich weiß es nicht, Leute. Aber ihr seht schon, hier habe ich Kenji drauf. Wir können ihn hier auch spielen. Nicht nur natürlich hier in der Trainingshöhle, sondern auch überall. Und genau, das beweise ich euch jetzt einfach nochmal und zeige euch nochmal so den Brawler, was an dem so krass ist. Also erstmal, er hat diesen Dash und danach abwechselnd diesen Bibi-Schlag sozusagen, ne? Und das ist wirklich das Geile. Also dieser Brawler ist ultra krass. Und die Ulti von ihm ist halt noch heftiger. Die hat hier dieses riesige X, ne? Das kann man so setzen, wie man will. Und wenn ich das jetzt hier zum Beispiel in die Mitte setze, dann BAM! Ich one-shotte gefühlt alle. Das macht, wenn man perfekt trifft, also einen Gegner, wenn man den perfekt trifft, macht das einfach mal... Oh, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Dann macht das tatsächlich über 5000 Schaden, also 5200 Schaden. Komplett crazy wirklich, dieser Brawler. Und dann, wenn man zum Beispiel mit dem Gadget, kann man dreimal hintereinander dashen, wenn man zum Beispiel abhauen muss oder schnell zu einem Gegner will. Sehr, sehr kranker Brawler, ne? Übrigens soll Kenji Ende September rauskommen. Wir wissen noch nicht, wann genau. Wahrscheinlich kriegt er wieder eine Woche vorher so ein Early Access Angebot rein. Und natürlich werde ich dann auch ein Video machen zu dem Brawler. Keine Sorge, das wird auf jeden Fall kommen. Ein YouTuber hat tatsächlich auch schon einen krassen Glitch gefunden für... Kenji, Leute. Und zwar hat er hier so eine 360-Grad-Attacke irgendwie. Ganz, ganz seltsam. Wir gucken nochmal genau hin. Er dasht vor und dann macht er so einen 360-Grad-Schlag irgendwie rein, ne? Also irgendwie macht das keinen Sinn für mich. Aber wir testen das Ganze aus. Wir sehen, er hat auf jeden Fall die Schild-Star-Power und er dasht immer so kurz vorher sozusagen rein und macht dann direkt den Schlag und hat dann den Glitch. Ist natürlich auch sehr wichtig für euch zu wissen, ne? Wenn ihr den Brawler dann spielt. Vielleicht hat er diesen Glitch ja auch noch. Ich weiß nicht, aber vielleicht geht er ja auch gar nicht. Wir testen es jetzt einfach mal so aus. Achso, und übrigens, ganz wichtig, der Brawler wird auch einen Skin bekommen, ne? Frucht-Samurai-Kenji auf jeden Fall. Ultra geil. So ein bisschen ein Fruit-Ninja-Skin. Vielleicht kennt der ein oder andere ja... Die Fruit Ninja App, richtig geiles Spiel. Ja, und im Mythos hat er das Ganze irgendwie so gemacht, dass er quasi so vordash und direkt den Schlag dann hinterher haut. Und jetzt machen wir das Ganze. LOL, was? Es klappt!
Was? Okay, warte mal ganz kurz. Es hat doch eben direkt geklappt. Habe ich das richtig gesehen? Hä, warte mal. LOL! Hä, warte mal ganz kurz, Digga. Was? Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich klappt. Leute, ich kann es euch nicht sagen. Also, ihr habt es auf jeden Fall eben gesehen, dass das Ganze wirklich funktioniert hat. Ich weiß aber nicht, wie ich das Ganze gemacht habe, ne? Also, egal wie oft ich das jetzt probiere, irgendwie kriege ich das nicht ein zweites Mal hin. Aber es funktioniert, Leute. Was soll ich sagen? Lasst auf jeden Fall nochmal einen fetten Like da, ein kostenloses Abo. Bis dann. Ciao.